Moin! Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Berotech. Und ja, wir kommen gerade von unserer ersten ausgiebigen Testfahrt. Ihr habt ja gerade schon gesehen, mit was wir unterwegs waren. Der Yamaha XT 500 und unserer neuen Fante Caballero 500 Super Legenda. Das ist das, was wir in diesem Video vorstellen wollen, unser neues Projekt. Wir haben ja letztes Jahr überlegt, wie wir mit unseren Caballero Rally weitermachen. Und ja, bei der roten Caballero ist jetzt das hier rausgekommen. Also wir haben uns Gedanken gemacht, immer wenn wir gefahren sind. Wir waren ja sehr zufrieden schon mit der Caballero auf jeden Fall, aber es gab so ein paar kleine Details, wo wir gedacht haben, hey, das könnte man vielleicht noch verbessern. Und ja, unser Ziel war eigentlich so ein bisschen die Geländetauglichkeit auch zu optimieren und also dass sie noch ein bisschen so eine ausgewachsene Enduro ist, wenn man so will. Und da haben wir uns überlegt, die XT 500 als Pate sozusagen zu nehmen, also dass die so Modell steht. Das ist ja die Ur-Enduro, die große Enduro-Legende, und deswegen ist es hier auch die Super Legenda geworden. Einfach so eine Weiterentwicklung im Gedankengang von der XT 500 auch. Ja, also die XT 500 stand so ein bisschen Pate. Von der Optik sollte man das ja auf jeden Fall sehen. Und was wir so groß gemacht haben, also da die größte Neuerung, würde ich sagen, sind auf jeden Fall die Felgen. Da haben wir jetzt halt 21 Zoll und 18 Zoll Felgen, 21 Zoll vorne, 18 Zoll Felge hinten drauf gemacht. Einfach, das ist ja im Gelände besser, wenn du jetzt gerade grob im Gelände unterwegs bist, also viel grobes Material da ist oder auch gerade Schlaglöcher. Das haben wir gemerkt, dass die Original Caballero, wie sie so kommt, mit ihren Felgengrößen da so ein bisschen limitiert ist oder dass es da sehr ruppig werden kann. Das war so die größte Umbaumaßnahme. Und von der Farbe her haben wir uns natürlich auch an der XT orientiert, dass die Felgen jetzt auch Gold geworden sind. Also das finden wir einfach klasse, so von der Optik, das passt super. Ja, gewichtsmäßig haben wir da sogar auch was eingespart, also ein bisschen leichter geworden als zu den Originalfelgen. Die Felgen haben wir jetzt auch so in einer Einzelabnahme eintragen lassen, das ist also ganz straßenlegal, sind wir da unterwegs. Das ist so die erste große Neuerung. Und was dann dazu kommt, durch diese größere Felgengröße, haben wir einen Bodenfreiheitgewinn von 15 mm, das heißt auch die Sitzhöhe ist 15 mm höher. Und das ist natürlich auch im Gelände ein bisschen zuträglich so für jemanden, der auch größer ist von den Beinlängen her, also zumindest nach unten zum Boden hin hat er ein bisschen mehr Luft. Ich meine, der Abstand Sitzbank, Fußrasten ist ja gleich geblieben. Ja, aber der nächste Punkt wäre dann auch den Lenker. Da haben wir gemerkt, dass man auch da mit der Original Caballero so ein bisschen, also man ist ja mehr so nach vorne orientiert, nach vorne gebeugt. Deswegen haben wir jetzt hier eine Lenkererhöhung installiert von der Firma Vogt Motortechnik. Die ist aus dem Schwarzwald. Werden wir auch unten im Video verlinken. Und da kommt man nochmal 20 mm mit dem Lenker auch höher Richtung Fahrer. Das heißt, man kann ein bisschen aufrechter fahren oder auch stehen. Und das ist auch super im Gelände. Also so die Fahrten, die wir bisher unternommen haben, haben wir echt eine tolle Rückmeldung oder merken auch, dass es wirklich sich positiv ausgewirkt hat. So. Ja, das sind so die beiden Sachen, würde ich sagen, hier vorne. Dann haben wir natürlich eine leichtere Batterie, haben wir ja auch schon drin. Wir haben jetzt, wie ihr seht, auch die Aero-Auspuffanlage angebaut. Das macht im Gewicht auch noch ein bisschen was. Dann unseren Kennzeichenhalter hinten haben wir installiert, den Kettenspanner und natürlich auch unseren Gepäckträger, wie ihr seht. Also wir sind ja immer auch auf Reisen unterwegs, deswegen Gepäckträger, da muss immer dabei sein, damit wir da auch ein bisschen ins Gelände können und überhaupt mehrere Tage unterwegs sind. Wir haben noch andere Blinker dran gebaut, einfach auch aus ästhetischen Gründen. Also die Original, die sind zwar so okay für Serienblinker, aber das ist natürlich, finde ich, hier auch eine richtige Augenweide. So. Also das sind schön kleine Blinker geworden. Ja, das sind so zu den technischen Details, würde ich sagen, so ganz grob. Und optisch natürlich, das seht ihr ja, also am Dekor, da haben wir uns ziemlich an der XT auch orientiert, weil wir einfach diese Farbgebung so aus den 80er Jahren, dieses klassische Design wirklich schön finden. Wir haben hier vorne die Gabel zum Beispiel jetzt in Schwarz ausgeführt. Der Tank, seht ihr ja, das ist ähnlich wie bei der XT, also diese Farben Schwarz, Weiß und Rot. Dieses klassische einfach ein bisschen elegantere, wenn man so will. Und ja, die Caballero kommt ja original so ein bisschen knalliger, farbenfroher daher und wir haben es jetzt einfach so ausgeführt und sind damit sehr zufrieden. Haben hier noch die Verkleidungsteile auch noch mit lackiert und dann die schwarze Sitzbank drauf gemacht. Ja, das sind so die optischen Sachen und dann ist es eigentlich schon so echt gut Richtung XT gegangen. Und ja, jetzt habt ihr ja im Video gesehen, so den Vergleich. Also wir finden, die stehen richtig schön so nebeneinander und dann können wir mal
testen, wie die sich auch so im Vergleich schlagen. Also für uns ist ja so gedankenmäßig die Fantic schon in einer Linie auch mit der XT, also ein relativ einfaches Motorrad, Einzylinder natürlich, so Enduro-geländetauglich. Und also wir haben ja immer wieder gesagt, auch in unseren Videos, dass es echt nicht viel Motorrad braucht, um auch viel Fahrfreude oder ja Spaß auch einfach im Gelände zu haben. Deswegen machen wir mit der Fantic Caballero hier auch weiter und schauen mal, was uns da noch so einfällt. Was wir mit den beiden Motorrädern jetzt machen, ist zeitnah wollen wir mal in die Alpen fahren, eine kleine Probefahrt machen. Denn im Herbst wollen wir vielleicht eine größere Tour noch machen, da soll es nämlich nach Marokko gehen. Die XT wurde ja 1976 in Marrakesch vorgestellt. Das war ja so die Geburtsstunde der Enduro überhaupt. Also die XT ist ja die erste Großserie in Enduro gewesen. Und da wollen wir also mit den beiden Maschinen so mal zur Wiege der XT reisen. Und ja, einfach ein bisschen in die Wüste mit denen und mal gucken, was man mit diesen Einzylindern heute noch so ausrichten kann. Also auch gerade ein bisschen vielleicht schwierigeren Terrain und auch bei widrigeren Außentemperaturen. Da freuen wir uns auf jeden Fall aber drauf, mit den beiden unterwegs zu sein. Und ja, wir freuen uns auch auf jeden Fall, wenn ihr uns weiterhin begleitet. Links zu den Teilen, also den Komponenten, die wir verbaut haben, die machen wir euch unten in die Videobeschreibung und natürlich auch einen Link zu unserer Internetseite und unserem Blog. Da führen wir das auch nochmal alles im Detail auf. Da können wir das auf jeden Fall weiterhin verfolgen und wir freuen uns immer über Rückmeldungen von euch. Da kam ja schon reichlich, also die Fantic-Gemeinde ist ja echt groß und lebhaft auch und da kommen immer ja, gute Rückmeldungen von euch und das macht echt Spaß, da unterwegs zu sein, dass ja, ihr uns auch motiviert, da weiterzumachen und ja, wir freuen uns auch immer, was von euch zu hören, was ihr mit euren Fantics und euren Caballeros so macht. Genau, und ich würde sagen, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Es gibt zeitnah bestimmt wieder ein neues Video und dann schauen wir mal, was wir noch so alles erleben mit unserer Caballero hier und wo sich das noch hin entwickelt. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.